Hallo und willkommen zurück bei Fable The Lost Chapters. Zuletzt hat unsere Schwester, Theresa, ich wollte aus irgendeinem Grund Emily sagen, ich weiß nicht, wer Emily ist. Theresa will sich beim Haus der Familie Gray mit uns treffen und das ist hier gleich nebenan. Wir wollen nur mal kurz gucken, ob ich vielleicht irgendetwas vergessen habe, ob hier irgendwelche Quests sind, aber ja, nee, nur die Sachen, die wir irgendwie nicht hinkriegen. Erneute Suche nach Theresa. Naja gut, es klingt ein bisschen überdramatisch, müssen wir mal so sagen. Die erneute Suche nach Theresa, auf jeden Fall hier am Grabhügelfeld, geht es zum Rand weiter. Das ist nicht der Darkwood, meiner Meinung nach. Oder? Nein, das ist nicht der Darkwood, das ist das Gray House. Und die Familie Gray, wenn wir mal überlegen, Gray, zumindest Lady Gray, ist ja die Bürgermeisterin von Bowerstone, die, nachdem wir die schwache Whisper in der Arena besiegt hatten, getötet hatten, gesagt hat, wir sollten sie doch mal besuchen. Und, also in Nord Bowerstone. Und es kommt mir ein bisschen komisch vor, dass das eigentliche Haus der Familie Gray hier so verwahrlost ist, wenn Lady Gray die Bürgermeisterin von Nord Bowerstone ist und scheinbar recht wohlhabend. Warum ist es dann hier so runtergekommen? Warum ist es in der Nähe vom Darkwood? In der Nähe vom Grabhügelfeld kann ich verstehen, aber sie könnte sich doch ein großes Haus in Oakvale kaufen. Bisschen merkwürdig, aber sie scheint in Nord Bowerstone zu leben. Na gut, egal, wir gucken einfach mal, was Theresa will. Du hast Messer Jack also endlich getroffen. Ich traf ihn ja schon vor langer Zeit, als er unser Haus niederbrannte und mir die Augen ausstach. Aber er hat nicht gelogen, als er zu wissen behauptete, wo Mutter ist. Seit dem Überfall hat er sie im Bargate-Gefängnis eingesperrt. Ich konnte nicht reingelangen, aber der Archäologe kennt einen alten Geheimgang. Du hast ihn schon getroffen, nicht? Jacks Kreaturen sind noch hinter ihm her. Genau wie hinter mir. Ich kann nicht länger bleiben. Ich habe die Einzelheiten auf einer Questkarte in der Gilde gelassen. Du musst Mutter rausholen. Nur sie weiß, wie man das Schwert bekommt. Hast du das Buch gelesen, das ich dir geschickt habe? Das Schwert ist alles und könnte die Welt in nichts verwandeln. Oh, und Mutter hat auch ein Geschenk für dich. Mehr Kraft, als du dir vorstellen kannst. Verdammt, Frau, warum erzählst du mir das denn erst jetzt? Ist doch nicht zu fassen. Okay, also Messer Jack, der so freundlich, der Held der Helden, der dafür gesorgt hat, dass ich Whisper getötet habe, der hat mein Kindheitstrauma verursacht, Oakvale überfallen, Theresa geblendet und im Wald zurückgelassen. Theresa wusste das die ganze Zeit, ohne es uns zu erzählen. Ich meine, wann habe ich sie gerettet? Vor 10 In-Game-Jahren oder so ungefähr? Wir sind ja schon Anfang 40. Das wusste sie alles und sie wusste auch, dass er unsere Mutter gefangen hält seit dem Überfall, also seit ungefähr 30 Jahren, im Bargate-Gefängnis. Das alles wusste sie. Warum erzählt sie mir das denn erst jetzt? Ich kann es nicht verstehen. Und natürlich hinterlässt sie die Einzelheiten auf einer Questkarte in der Gilde. Natürlich. Hier ist eine Dämonentür, wir gucken mal nach. Wir werden natürlich unsere Mutter retten, nicht weil mir unsere Mutter aus irgendeinem Grund wichtig sein sollte, denn, verdammt nochmal, ich bin der Teufel, was interessiert mich schon meine Mutter? Aber, sie weiß, wie wir zu dem Schwert kommen, das Schwert der Ewigkeiten, von dem wir im Buch gelesen haben. Und außerdem hat sie ein Geschenk für uns, nämlich mehr Kraft, als wir uns vorstellen können. Ich glaube langsam, dass diese Kraft auch das, was Theresa uns gegeben hat, dass das einfach Erfahrung ist. Könnte gut sein, dass man Erfahrungspunkte von denen bekommt. Ich bin mir nicht so sicher, aber natürlich werden wir unsere Mutter suchen. Und wenn es nur für das Schwert ist. Junggesellen sind nicht zugelassen. Ihr braucht eine Ische. Eine Schicke. Mit Titel. Mit Titel. Ha, das sollte sich ja einrichten lassen. Hier wohnt immerhin Lady Gray. Und die hat einen Titel. Die ist immerhin eine Lady. Also, sie wohnt hier nicht, sondern hier ist das Haus von Lady Gray. Das heißt ja nicht, dass sie hier wohnt. Denn hier scheint irgendwie gar niemand zu sein. Ha, großartig.
Okay, oh, ein Schlag reicht, um sie zu töten. Das ist tatsächlich sehr befriedigend, wenn man so weit ist, dass man sie mit einem Schlag töten kann. Das ist tatsächlich sehr befriedigend, gegen diese Untoten dann zu kämpfen. Großartig. Okay, an dem Grab ist also irgendwas passiert. Es sieht nicht so aus, als ob hier jemand wohnt oder als ob jemand hier wohnen wollen würde. Ihr findet nichts Interessantes. Warum kann ich es dann durchsuchen? Eine Truhe. Großartig. Wir werden uns hier mal noch ein bisschen umgucken. Ich weiß nicht, warum jetzt überall Untote sind, denn... Rubin, schön. Denn im Darkwood haben wir ja auch keine Untoten gefunden. Hm. Gut, staubiges Notizbuch. Es ist ganz merkwürdig. Tagebuch, Bücher. Staubiges Notizbuch. Was steht denn hier? In dem Buch steht, ich, Elvira Gray, von diesem Tage an Lady Gray. Elvira heißt sie, okay. Bin weise geworden und habe endlich die Macht, die ich wollte. Dieser Tag ist ein Wendepunkt für die Familie Gray, ein Ende von Schwäche, Zaudern und Bedauern. Wenn ich zurückschaue, bin ich nur der vergeudeten Zeit wegen unzufrieden. Ich wünsche, der maskierte Bote, dessen Worte die Welt so klar für mich machten, wäre früher in mein Leben getreten. Heute Nacht verlasse ich dieses Haus und fange ganz von vorne an. Könnte ich mir so vorstellen. Oder ganz neu anfangen. Okay. Staubiges Notizbuch. Durchaus, interessant. Elvira Gray. So. Oder Elvira? Ich weiß nicht. Tiling-Clan, Beintätowierung. Großartig. Wir werden gleich noch zu diesem Grab rausgehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da ein Untoter rauskommt. Und wenn nicht, können wir vielleicht noch irgendetwas graben oder so. Es sieht so aus, als könnte man da graben. 10? Haben wir leider nicht. 10 Schlüssel. Okay. Wir lassen mal lieber... Halt! Was ist hier? Willenszeitaltertrank. Ha, fantastisch. Lohnt sich also doch hin und wieder zurückzugehen. Den hier. So. Also. Wollen wir doch mal gucken, was da jetzt zu finden ist. Also irgendwas hat sich da ja bewegt. Also denke ich mal, hier kommt jetzt ein fetter Untoter raus. Oder nicht? Wo denn? Hinter dem Haus war das doch, oder? Oder nicht? Hier! Auf dem Grab steht, ich war vor euch am Ziel. Großartig. Hier können wir jedenfalls schaufeln. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das das Grab war. Auf jeden Fall war es eins mit dem Kreuz. Deathlicon-Tätowierung? Deathlicon. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was ein Deathlicon sein soll. Und nochmal Tallinn-Clan-Arm-Tätowierung. Okay. Tallinn. Ich weiß nicht, was Tallinn-Clan ist. Oh, guck mal, bei der Dämonentür sind auf einmal Feinde auf der Karte. Wie seltsam. Warum sind denn da auf einmal Feinde? Und wo ist dieses Grab, was ich eben gesehen hatte? Ist das da bei der Dämonentür? Da war doch kein Grab, oder? Seltsam. Oh, da sind keine Dämonen. Da sind, Sukubi. Wir hauen mal lieber ab. Wisst ihr was? Wir gehen einfach in die Heldengilde. Nein, nicht H, falscher Knopf. Wir gehen in die Heldengilde. So. Wunderbar, man kann sich teleportieren, auch wenn Gegner in der Nähe sind. Man kann wunderbar aus einem Kampf fliehen. Das ist immer schön. Wir gucken einfach mal, was Theresa da für uns hinterlassen hat. Ich denke mal, wir werden Lady Gray noch zu einem anderen Zeitpunkt besuchen können. Ich glaube, das eilt nicht so. Die wird auch später noch für uns Zeit haben. Aber wir wollten hier, ich weiß nicht mehr, was wir, lernen wollten. Gewaltsamer Rückstoß nicht für 40.000. Höllische Wut wollte ich, nee, für 66.000 kann auch nicht sein. Soll ich den Feuerball lernen? 17. Nee. Dann habe ich tatsächlich keine Ahnung, was ich lernen wollte. Es sieht nicht so aus, als ob ich weiterhin in der Magie für irgendetwas gesammelt habe, denn das hier kostet 66.000. Und da brauchen wir verdammt viel für. Ansonsten, gewaltsamer Rückstoß benutze ich nicht mehr. Den Feuerball benutze ich eigentlich auch nicht mehr. Zauberkraft kostet nicht viel, können wir ruhig mal machen. Ansonsten wäre es vielleicht, gar nicht so eine schlechte Idee, wenn wir hier nochmal... Zähigkeit, Gesundheit, Körperbau. Komm, Körperbau, dann haben wir noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Kann eigentlich nicht schaden. Und ansonsten können wir uns nicht viel mehr leisten. Wir haben halt die allgemeine Erfahrung, die kann man für alles benutzen. Aber ich bin fast der Meinung, das brauchen wir nicht so wirklich. Tempo wäre gar nicht schlecht, weil das kam mir eben vor, dass ich relativ langsam war gegen diese Zombies. Gut. Also, jetzt gucken wir mal. Was hat denn der Gildenmeister eigentlich die ganze Zeit zu sagen? Eure Schwester hat eine Questkarte für euch dagelassen. Ich schlage vor, ihr nehmt sie. Wie weise. Okay. Oh, mehrere Sachen. Durchbruch verirrter Händler rettet den Archäologen?
Rettet den Archäologen aus dem Gefängnis von Bowerstone. Ah, interessant. Bowerstone hat ein Gefängnis. Könnt ihr mal sehen. Wir haben aber tatsächlich noch andere Sachen zu tun. Durchbrecht eine Belagerung in Nottle Glade. Durchbruch. Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Machen wir mal. Wir machen mal Durchbruch. Und gucken uns mal in Nottle Glade um. Merkwürdig. Ein von Holzfällern in alten Zeiten gegründetes Dorf. Ich dachte, da würde jetzt stehen, wie die Quest lautet. Eine Belagerung. Von wem? Wer sollte denn Nottle Glade belagern? Schon wieder Balverine? Kann ja nicht sein. Halt! Ihr seid der Held, den sie geschickt haben. Ich habe einen neuen Auftrag für euch. Diese verdammten Dorfbewohner halten unseren Boss gefangen und wollen ihn hängen. Ich will, dass ihr dem Obermarker da eine Nachricht überbringt. Sagt ihm, dass wir sein kostbares Dorf dem Erdboden gleich machen, falls er uns unseren Boss nicht zurückgibt. Verstanden? Macht euch los. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Lass diesen Räuber nicht davonkommen, er hat dieses Dorf schon viel zu lange ausgeplündert. Wir beobachten ihn vom Hügel oberhalb der Taverne aus, da wird er absteigen. Ihr müsst euch also nur dorthin begeben und das Räubergesindel dieses Abschaums erledigen. Sprecht mit dem Wächter dort, wenn ihr bereit seid, dann wird er für euch die Tore öffnen. Ich zieh mich in meine Hütte zurück. Viel Glück! Kann ich mich entscheiden? Geht nach Nottle Glade und sprecht mit dem Anführer der belagernden Räuber. Kann ich mich entscheiden, was ich tun will? Oder wurde mir jetzt gerade... Nee, guck mal, die Räuber draußen sind rote Punkte. Die Räuber draußen sind rote Punkte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, dass das meine Freunde sein dürfen. Vielleicht... Wie sieht's denn aus, wenn wir den angreifen hier? Geht das? Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut? Hört auf, mich zu hauen! Tja, ich dachte eigentlich, ich töte dich. Oder ich mach dich zumindest ein bisschen aggro. Ich hab dir eben ein verdammtes Schwert in die Schulter geschlagen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du auf mich losgehst. Wäre eigentlich ganz nett gewesen. Was ist denn, wenn wir den hier angreifen? Geht das? Nicht mich. Das geht. Ah, da habe ich böse Punkte bekommen. Okay, verständlich würde ich eigentlich sagen. Ja... Hat nur leider nicht allzu viel gebracht. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Kann ich denn den Räubern gar nicht helfen? Darf ich denn nicht mit den Räubern gemeinsame Sache machen? Die Wächter auffordern, das Tor zu öffnen. Ja, öffne das Tor, verdammt. Lass die Räuber rein. Ihr wollt es ganz allein mit ihnen aufnehmen? Ihr seid ein echter Held oder ein echter Dummkopf. Nun denn, fangen wir an. Seht nur, die Tore öffnen sich. Jetzt können wir unseren Boss befreien. Schnappt euch die Räuber, bevor sie den Anführer befreien. Was soll ich tun? Ich greife dich an. So, was hältst du davon? So, alles klar? Nee, die Räuber sind meine Feinde. Großartig. Was soll das denn für ein Käse? Ich darf gar nicht auf der Seite der Räuber sein? Macht das Sinn? Finde ich ja nicht. Und warum rennt der andere eigentlich weg? Verdammt doch mal. Blöder Vollidiot, komm zurück. Der rennt da hin und will den Räuberboss befreien. Blöder Mist, ich dachte, ich darf mir das aussuchen. Warum darf ich es mir denn nicht aussuchen, ob ich den Räubern helfen will oder nicht? Das müsste es doch eigentlich geben, diese Wahl. Verstehe ich nicht. Na gut, der Räuberkönig läuft da lang. Ich bin der Meinung, wir müssen die Räuber töten, bevor der... Oh Gott. Bevor der sein Ziel erreicht. Großartig. Jetzt sind die Wächter natürlich auch aggro, weil ich vorhin den anderen Wächter getötet habe. Kurz nachdem er nicht mehr unsterblich war. Fantastisch. Okay, da bringt es auch nichts zu zaubern. Da müssen wir jetzt auf die gute alte Art und Weise mit dem Schwertkampf rangehen. Blöd natürlich, dass ich mir jetzt alle zum Feind gemacht habe, ne? Das ist nicht wirklich hilfreich für den vernünftigen Ausgang dieser Quest. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die unsterblich sind. Kann das sein? Ja, ich glaube, die sind unsterblich. Verdammte Scheiße. Okay, die sind unsterblich. Greifen mich aber an. Sind aber eigentlich auf meiner Seite. Sollen auf meiner Seite sein. Was ist, wenn ich den töte? Ist das in Ordnung?
Das hätte besser laufen können. Ich hoffe, ihr erwartet dafür nicht auch noch eine Belohnung. Was, warum denn nicht? Der gefangene Räuber starb. Warum ist das ein Problem? Okay, ich habe verstanden. Bitte sehr, wir müssen nach Nottleglade reisen, ohne dass der gefangene Räuber stirbt. Aber auch ohne, dass wir den Räubern helfen, denn wir können den Räubern nicht helfen. Dies ist eine gute Quest. Wir können den Räubern nicht helfen, obwohl ich abgrundtief böse bin. Warum geht das nicht? Gott, ist ja nicht zu fassen. Na schön. Also, wir werden das immer unterbrechen. Überspringen und unterbrechen. So. Die Räuber sind definitiv meine Feinde. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir erstmal Verstärkung bekommen. Also werden wir hier mit den netten Wächtern reden. Wir haben seit Tagen keine Nahrungslieferung mehr bekommen. Hier drin wird es langsam ungemütlich. Meine Fresse, folge mir. Folge mir. Kommt schon. Zeigen wir es diesen Gesetzlosen. Okay, gut. Dem haben wir gesagt, er soll uns folgen. Das ist gut. Hier drüben sind noch grüne Punkte. Vielleicht sind da noch andere Wächter, die mir auch helfen wollen. Das sind normale Wächter. Da ist der Räuberanführer. Der darf nicht sterben. Aus welchen absurden Gründen auch immer. Da hinten ist noch ein Wächter, den können wir uns auch noch holen. Dann haben wir wenigstens mehrere, die gegen die Räuber kämpfen. Folge mir. Wir werden ihnen zeigen, wer der Boss ist. Dann wollen wir mal sehen. Wir müssen jetzt buchstäblich die Guten spielen. Es geht nicht anders. Warum ist es denn nicht möglich, die Wächter anzugreifen und zu töten und den Räubern zu helfen? Und warum ist es schlimm, wenn der gefangene Räuber stirbt? Viele Fragen, merkwürdige Quest. Habt ihr genug Männer, oh Held? Dann sollten wir gleich loslegen. Seht nur, die Tore öffnen sich. Jetzt können wir unseren Boss befreien. Schnappt euch die Räuber, bevor sie den Anführer befreien. Die zeigen beide Seiten der Geschichte. Von daher hätte ich gedacht, man kann sich das aussuchen. Es ist ganz merkwürdig, dass man das nicht kann. Findet ihr nicht? Ich finde das seltsam. Kommt her, ich habe die gesamte Räuberbande in der höllischen Wut drin. Cool, die gesamte Bande ist drin. Wenn ich es gut mache, dann kommt hier keiner dran vorbei. Das könnte sogar sein. Es könnte sein, dass keiner vorbeikommt. Feuerball. So, hat dir das gefallen? Und friss dies. Cool. Okay, da ist aber einer durchgekommen. Die zwei sind sogar durchgekommen. Mist. Ich weiß nicht, was die machen. Es könnte gut sein, dass die einfach nur den Räuber helfen und die Wächter angreifen. Könnte sein. Aber ich bin der Meinung, der Räuberkönig läuft die ganze Zeit mit erhobenen Händen ziemlich langsam. Genau. Das ist nämlich nur die Frage, ob die anderen Wächter abgelenkt werden oder nicht. Er wird hier einfach rausspazieren, ohne zu rennen. Gut, diese Banditen werden so schnell nicht zurückkommen. Bist du dir da sicher drüber? Ach, ich weiß ja nicht. Also irgendwie war das alles sehr merkwürdig. Wir werden zur Gilde zurückkehren und die nächste Quest annehmen. Finde ich alles wirklich ein bisschen befremdlich. Wozu beide Teile der Geschichte zeigen, wenn es völlig irrelevant ist, was die andere Seite will? Klings treue Anhänger wollen seinen Tod rächen. Sie haben eine Bande sehr erfahrener Attentäter angeheuert, um euch zu töten. Seid auf Überraschungsangriffe gefasst. Okay, das kann von Zeit zu Zeit passieren. Euer Geschick als Bogenschütze ist beeindruckend. Ihr solltet eure Kräfte am Bogenschießstand bei Nottleglade messen. Was? Na gut, Nottleglade hat jetzt einen Bogenschießstand, aber das ist nicht wirklich wichtig. Jedenfalls, es kann von Zeit zu Zeit passieren, dass uns Attentäter angreifen werden. Das sind die, die in Zwillingsklings Lager für die Ablenkung gesorgt haben. Das sind diese schwarz gekleideten Typen mit der Kapuze. Und die haben tatsächlich auch einen Meister-Katana. Die haben genau das gleiche Schwert, wie wir jetzt gerade tragen. Es sind die härtesten Räuber-Gegner. Da kommen dann so zwei, drei oder so auf einen zu. Wenn man plötzlich Geschrei hört und da sind rote Punkte aus dem Nichts auf der Minikarte, dann sind es wieder einmal Attentäter. Wird immer wieder mal passieren.